Im Jahr 2021 sahen Forscher an Bord eines Walbeobachtungsbootes in Island etwas, das sie nicht erwartet hätten. Sie entdeckten ein Orca-Weibchen, das neben einem sehr ungewöhnlichen Kalb schwamm. Es hatte keine weißen Flecken in der Nähe seines Auges, wie es bei Orcas üblich ist. Und wie sich herausstellte, war es nicht einmal ein Orca. Dies könnte der erste dokumentierte Fall sein, in dem sich ein Orca um den Nachwuchs einer anderen Art kümmert, nämlich eines Grindwals mit langen Flossen. Und wenn ich von Fürsorge spreche, meine ich das typische mütterliche Verhalten, als ob das Kalb das eigene Baby des Orcas wäre. Und wenn du dich ein bisschen mit Tieren auskennst oder unsere Videos lange genug angeschaut hast, weißt du wahrscheinlich, dass Orcas nicht den besten Ruf in der Meereswelt haben. Sie sind Spitzenprädatoren, die fast alles erbeuten, was ihnen über den Weg kommt. Wenn ein Grindwal jemanden braucht, der sich um seinen Nachwuchs kümmert, ist es nur logisch, dass ein Orca an letzter Stelle auf seiner Liste steht. Er ist wohl der schlechteste Babysitter, den man sich vorstellen kann. Dem Kalb ging es offensichtlich nicht gut und es suchte sich einen Unterschlupf bei dem Orca. Es versuchte nicht zu säugen, sondern schwamm einfach hinter dem erwachsenen Orca her, damit es durch die Wasserströmungen ihren Körper Energie sparen konnte. Es waren keine erwachsenen Grindwale in der Nähe. Das Verhalten des Orca-Weibchens war seltsam, aber die Wissenschaftler haben mehrere Theorien darüber, was genau sie beobachtet haben. Vielleicht war es ja doch eine Rettungsaktion. Als Akt der Freundlichkeit beschloss der Orca, dem Nachwuchs einer anderen Art zu helfen, der sonst sicher gestorben wäre. Es ist möglich, dass das Orca sein Kalb verloren hatte und ein anderes adoptierte, weil es trauerte. Schließlich könnte das Grindwalkalb von einem Orca aus einem unbekannten Grund entführt worden sein. Zum Beispiel könnte er als Snack dienen, der dem Raubtier bequemerweise folgt und deshalb länger frisch bleibt. Wie dem auch sei, als die Forscher dieselbe Orca-Familie im nächsten Jahr wieder sahen, war das Kalb nicht mehr bei ihnen. Wahrscheinlich ist es einfach gestorben, weil es zu jung war, um das Leben im Meer zu meistern. Oder aber der Orca hat es doch gefressen. Aber weißt du, was das Interessanteste daran ist? Im Jahr 2020 entdeckten Wissenschaftler dasselbe Orca-Weibchen, das zusammen mit seinen Artgenossen eine Gruppe von Grindwalen folgte. Aber die Grindwale vertrieben den Orca immer wieder, als ob sie wüssten, dass er nichts Gutes im Schilde führte. Vielleicht war es also doch eine Entführung. Und das Grindwalkalb wurde vielleicht gar nicht gefressen? Die Forscher stellten fest, dass das Orca-Weibchen vor diesem Moment 9 Jahre lang keine Kälber mehr hatte. Vielleicht war es zu alt, sodass es keine Milch mehr produzieren konnte. Das Grindwalbaby könnte auch einfach verhungert sein. Was auch immer passiert ist, eines ist klar. Die Interaktion zwischen verschiedenen Walen ist möglicherweise viel komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Obwohl in diesem Teil des Ozeans nur ein einziger Fall beobachtet wurde, in dem Orcas Grindwale gejagt haben, tun sie das anderswo ziemlich oft. Orcas jagen und fressen regelmäßig eine Vielzahl von Delfinarten. Es gibt auch Berichte darüber, dass Orcas von Delfinen angegriffen wurden, obwohl es sich dabei höchstwahrscheinlich um einen einfachen Wettbewerb um Nahrung handelt. Aber eigentlich sind Orcas ziemlich raue Geschöpfe. Sie brauchen keinen Grund, um jemanden zu töten. Außerdem gibt es dokumentierte Fälle, in denen sich Orcas sogar gegenseitig getötet haben. Im Jahr 2018 wurde zum ersten Mal von einem Orca berichtet, der seine eigenen Artgenossen tötete. Und das Opfer war ein Kalb. Ein Kalb! Die Information, dass Orcas in der Lage sind, sich um den Nachwuchs eines anderen Tieres zu kümmern, erscheint daher ziemlich überraschend. Wissenschaftler beobachteten, wie ein 46-jähriges Orca-Weibchen und ihr 32-jähriger erwachsener Sohn, eine 13-jährige Mutter, ihr Kälbchen und eine jüngere Schwester verfolgten. Die Körper der gejagten Orcas wiesen Schnittverletzungen auf. Schließlich holten die erwachsenen Orcas ihre Opfer ein und es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge das Kalb starb. Das wirft die logische Frage auf, warum ein Orca ein Kalb töten würde, selbst wenn er sich dazu mit einem anderen Orca zusammentun würde. Wissenschaftler wissen, dass Orca-Weibchen ihre Söhne sehr beschützen und ihnen oft bei der Partnerwahl helfen. Eine Theorie besagt, dass Mutter und Sohn in diesem Fall versuchten, das Kalb zu töten, um an seine Mutter heranzukommen. Auf diese Weise könnte sie Nachwuchs von dem Sohn eines älteren Orcas bekommen. Das klingt gruselig, vor allem nach menschlichen Maßstäben. Es gibt aber auch andere Theorien. Manche glauben, dass es nur ein Unfall war oder sogar ein Versuch zu jagen oder um Beute zu kämpfen. Ich persönlich glaube aber, dass der Angriff eindeutig vorsätzlich war. Es ist erwähnenswert, dass Orcas eine seltsame Beziehung zu ihren Kälbern haben, selbst wenn es um ihren eigenen Nachwuchs geht. Die Orca-Mütter aus der Gruppe vor der Küste des Bundesstaats Washington kümmern sich zum Beispiel bis ins Erwachsenenalter um ihre Söhne. Auch wenn das ihre eigenen Fähigkeiten zur künftigen Fortpflanzung beeinträchtigt. Orcas machen männliche Kälber zu echten Muttersöhnchen. Eigentlich bleiben sowohl Söhne als auch Töchter ihr ganzes Leben lang in der Gruppe ihrer Mutter. Aber Töchter haben kein Recht, einen Teil der Beute von ihren Müttern zu bekommen, sobald sie die Pubertät erreichen. Außerdem sind männliche Orcas ein ganzes Stück größer als die Weibchen, sodass sie mehr Kalorien brauchen und weniger wendig sind, wenn sie Fische jagen. Könnte das der Grund sein, warum die Mütter ihren Söhnen helfen wollen? Vielleicht können sie es alleine einfach nicht schaffen.
Oder lieben Mütter ihre Söhne einfach mehr und fangen deshalb die Beute für sie? Forscher glauben, dass es auf eine evolutionäre Kosten-Nutzen-Analyse hinausgeht. Wenn Töchter sich fortpflanzen, bleiben ihre Kälber in der Regel in der gleichen Gruppe wie die Großmutter, was bedeutet, dass es ein weiteres Maul zu füttern gibt. Männliche Orcas pflanzen sich normalerweise in der Gruppe eines anderen fort. Auf diese Weise hinterlässt der Sohn Nachkommen, ohne die Orca-Großmütter zusätzlich zu belasten. Aber diese Strategie fordert einen hohen Tribut von den Großmüttern selbst. Laut Statistik verringert jeder überlebende Sohn die Chancen seiner Mutter, in einem Jahr ein neues Kalb zu bekommen, um mehr als 50%. Indem sie sich um die Söhne kümmern, erhalten die Mütter weniger Nährstoffe, um ein Kind auszutragen, was bedeutet, dass sie sich einfach nicht fortpflanzen können. Ehrlich gesagt, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass es Omas in Orca-Gruppen gibt. Wie ein Großmütterchen, das sich um die jungen Orcas kümmert? Laut einer aktuellen Studie hatten Orca-Kälber, die keine ältere Großmütter hatten, eine höhere Sterblichkeitsrate als andere, vor allem wenn das Futter schwer zu bekommen war. Orca-Großmütter, die nicht mehr in der Lage sind, sich fortzupflanzen, fangen vielleicht mehr Fisch, um ihn mit ihren Enkeln zu teilen und kümmern sich auch um potenziell unartige Kinder. Während männliche Orcas manchmal nicht älter als 30 Jahre werden, können Weibchen bis weit in ihre 30er und 40er Jahre hin Nachwuchs bekommen und dann sogar noch viele Jahrzehnte weiterleben, nachdem sie die Fähigkeit ihrer Fortpflanzung verloren haben. Und das ist in der Tat sehr selten. Die meisten Tierarten leben nicht über ihr reproduktives Alter hinaus. Es gibt jedoch einige Arten, die sich von anderen abheben und die Fähigkeit entwickelt haben, viel länger zu leben. Die Liste dieser Arten ist sehr kurz und umfasst Menschen, Orcas, Beluga-Wale, Grindwale mit kurzen Flossen und Narwale. Biologen sind sich nicht sicher, warum das so ist, aber es scheint eine sehr vorteilhafte Eigenschaft für das Tier zu sein. Außerdem können Orcas als Hebammen fungieren. Nein, im Ernst! Im Jahr 2015 tauchte vor der Küste von Seattle zur Überraschung der Wissenschaftler ein neugeborenes Orca-Kalb auf. Seine Geburt wäre kein bemerkenswertes Ereignis, wenn es nicht ein paar Details gäbe. Den Beobachtern fiel etwas Seltsames auf. Die Kratzspuren auf der Flosse, die Zahnabdrücken, sehr ähnlich sind. Dann bemerken sie, dass das Kalb mit einem Orca schwamm, der zu alt war, um seine Mutter zu sein. Es war also seine Großmutter. Daraufhin nahmen die Wissenschaftler an, dass die Großmutter auch eine Hebamme war. Die Sache ist die, dass die Geburt eines Babys für viele Wale, einschließlich Orcas, schwierig sein kann, sodass die Unterstützung durch ein anderes Weibchen manchmal ein wichtiger Faktor ist. Eine Großmutter oder ein anderes erfahrenes Orca-Weibchen kann mit ihren Zähnen an den Flossen des Kalbes ziehen, um es schneller aus dem Geburtskanal zu holen. Und dann sagen sie wahrscheinlich, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Ich frage mich, wie sich das in Orca-Sprache anhört. Tatsächlich sind Orcas sehr komplexe Lebewesen, die intelligent und empathisch genug sind, um manchmal unlogisch zu handeln. Das heißt, es ist nicht bekannt, ob Orcas anderen Meeresbewohnern gegenüber altruistisch sein könnten. Aber es gibt einige Hinweise, die dafür sprechen könnten. Als Beobachter einen Buckelwal in der Bremer Bucht in Australien entdeckten, stellten sie schnell fest, dass das Tier in einem sehr schlechten Zustand war. Der Wal war erschöpft und über mit Parasiten namens Seeläusen bedeckt, die sich von der Haut und dem Blut von Fischen und Walen ernähren. Eine weitere Gefahr war das Seil, das sich irgendwie um seinen Schwanz verheddert hatte. Und als es so aussah, als könnte es gar nicht mehr schlimmer kommen, tauchten mehrere Orcas in der Nähe auf, bereit, ihr Festmahl zu beginnen. Zur großen Überraschung der Menschen schwammen zwei männliche Orcas auf den Wal zu und zeigten sich neugierig. Was für diese Raubtiere normal ist, aber sie waren nicht feindselig. Der Wal verteidigte sich, aber die Orcas reagierten nicht mit Aggression. Dann tauchte die Chefin der Orca-Gruppe auf und bald war das Seil um den Schwanz des Wales weg. Und dann schwammen die Orcas einfach weg und ließen den geretteten Wal in Sicherheit? Und das war doch unglaublich seltsam. Normalerweise lassen Orcas keine Gelegenheit aus, um Buckelwale anzugreifen. Und sie sind dabei sehr hartnäckig, selbst wenn sie es auf ein großes Tier abgesehen haben. Was ist also der Grund dafür? Es gibt mehrere Theorien, die versuchen, dieses unlogische Verhalten zu erklären. Eine davon besagt, dass die Orcas nicht hungrig waren oder der Buckelwal außerhalb der Saison war. In den Sommermonaten jagen die Orcas nämlich lieber Fische. Oder war es einfach ein Akt der Freundlichkeit und Barmherzigkeit? Das ist ziemlich seltsam für wilde Tiere. Denn Orcas sind für ihr gewalttätiges Verhalten bekannt. Wusstest du, dass die Modeikonen unter den Orcas gerne Fischhüte tragen? Im Jahr 2022 sorgte ein 11-jähriges Orca-Männchen für Aufregung in den sozialen Medien, als er mit einem toten Fisch auf dem Kopf fotografiert wurde. Wie und warum konnte ein Orca ihn dort anbringen? Schließlich ist das nicht der einzige Vorfall dieser Art. Bereits 1987 beobachteten Wissenschaftler einen Orca, der 8 tote Lachse als Hut trug. Dieses äußerst merkwürdige Verhalten verbreitete sich schnell unter mehreren Gruppen von Orcas für etwa 6 Wochen und dann verschwand es plötzlich. Möglicherweise war dies ein Teil eines Modetrends unter Teenagern. Allerdings weiß niemand mit Sicherheit, warum die Orcas den Lachs auf diese ungewöhnliche Art und Weise tragen.
Und es ist nicht so unglaublich, wie es auf den ersten Blick erscheint. Orcas, Wale und Delfine haben ihre eigene Kultur, eine Reihe von Verhaltensmustern, die von der Gesellschaft geteilt und innerhalb der Population weitergegeben werden. Zum Beispiel von älteren Individuen an die jüngeren. Auch der horizontale Austausch von Wissen funktioniert. Vor allem, wenn es darum geht, neue und nützliche Fähigkeiten zu erlernen. Aber es gibt Zeiten, in denen solche kulturellen Eigenheiten nur vorübergehend sind und keinen offensichtlichen Nutzen bringen. Du weißt ja, wie das ist. Trends verschwinden genauso schnell, wie sie auftauchen. Heute ist der bleibende Trend unter Orcas, Schiffe anzugreifen. Jedenfalls wurde dieses Verhalten im Sommer 2022 vor der Küste von Frankreich, Portugal und Spanien beobachtet. In einem Fall begannen 4 Orcas plötzlich das Schiff zu rammen und zu schütteln. In einem anderen Fall verfolgten sie das Schiff 90 Minuten lang, während erfahrene Seeleute versuchten, etwas Abstand zwischen sich und die Orcas zu bringen. Orca-Angriffe können wirklich gefährlich sein. Es wird berichtet, dass 2 Boote nach einem Orca-Angriff vor der Küste Portugals gesunken sind. Andere Boote erlitten gebrochene Ruder. Als ob die Orcas absichtlich versucht hätten, sie außer Gefecht zu setzen. Es ist unklar, warum sich junge Orcas so verhalten. Einige Forscher spekulieren, dass dieses Verhalten vielleicht nur eine vorübergehende kulturelle Marotte der Orcas ist. Immerhin handelt es sich bei den Angriffen um ein paar junge Männchen. Offenbar ist das eine neue Herausforderung. Eine weitere unglaublich menschenähnliche Eigenschaft der Orcas ist seine Fähigkeit zu trauern. Seltsamerweise hat es auch etwas mit der Fähigkeit der Orcas zu tun, alles auf dem Kopf zu tragen. 2018 brachte ein Orca, den die Wissenschaftler J35 nannten, vor der Küste des kanadischen Bundesstaats Washington ein Kind zur Welt. Doch ihr Kalb starb wenige Stunden später. Die Orca-Gruppe verließ das Gebiet und ließ die Mutter mit ihrem toten Kalb alleine zurück. Die Mutter hob das tote Kalb immer wieder aus dem Wasser, stützte es mit ihrer Stirn und schob es in die kabbelige See hinaus. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Über 17 Tage nach dem Tod des Kalbes trug J35 den Körper des Kalbes auf ihrem Kopf und machte nur Pausen, um zu fressen oder sich auszuruhen. In diesen Momenten halfen ihr die anderen Orcas. Den Biologen, die dieses erstaunliche Ereignis beobachteten, fiel auf, dass sich an dem Tag, an dem das Kalb starb, nicht weniger als 5 weibliche Orcas um J35 im Kadaver versammelten. Ein Zeichen dafür, dass sie gemeinsam trauerten. Die Orcas blieben an der Wasseroberfläche und schwammen mindestens 2 Stunden lang in einer harmonischen Kreisbewegung. Es ist, als würden sie ein Ritual oder eine Zeremonie durchführen. Nachdem J35 17 Tage lang den Kadaver ihres Kalbs getragen hatte, musste sie ihn loslassen, denn er begann zu verwesen. Schließlich kehrte der Orca dorthin zurück, wo er hingehörte. Zu seiner Herde. Eine absolut herzzerreißende Geschichte, oder? Aber keine Sorge, im Jahr 2020, also 2 Jahre nach dem tragischen Verlust, brachte J35 ein völlig gesundes Kalb zur Welt. Es wurde zuletzt im Jahr 2022 gesehen und ist höchstwahrscheinlich also noch am Leben. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit weiteren faszinierenden Videos beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!